Willkommen zurück zu einem neuen Video, oder besser gesagt, endlich wieder willkommen zurück. Ja, letzten Tage, Wochen, wie auch immer, nenn es wie du willst, waren wieder stressig ohne Ende. Deshalb wird Zeit heute, dass wir mal wieder ein neues Video abdrehen, wenn auch klein und fein. Heute geht es darum, wir werden unseren K&N-Luftfilter bei unserer 48 verbauen. Aber vorher zeige ich euch mal mein neues Spielzeug, was der Tommy sich gekauft hat. Hat er sich für seine Werkstatt eine Hebebühne gekauft. So, sieht man so ein bisschen, ne? Kann man schön das Moped draufballern. Arbeitet sich natürlich super. Vorne habe ich mir noch eine Wippe angebaut. Das ist jetzt die Originalhebebühne hier von Louis. Die original ausgestattet ist hier mit so einer komischen Vorderradklemme. Das kann man sich natürlich so ein bisschen, ja, das kannst du ein bisschen unter Ulk verbuchen. Deshalb habe ich mir da so eine schöne Wippe geholt über Amazon. Den Link werde ich mit reinsetzen. Und selbstverständlich natürlich hinten nochmal abgesichert mit Spanngurte. Ne, soll ja auch nicht runterfallen, das Moped. Und da sieht man auch mal, ne, so Vergleich. Bin ja jetzt fast hier oben an der Garagendecke schon dran. Ein Stück höher geht sie noch. Also ist echt ideal zum Arbeiten. Wer den Platz hat und das Geld hat, ich weiß gar nicht, was die kostet. Irgendwie glaube ich bei 500 Euro oder was. Ich habe die jetzt aber ein bisschen günstiger geschossen. Über den Preis sprechen wir da lieber nicht. Aber wir werden uns jetzt mal unseren Luftfilter kümmern von K&N. Also dann, viel Spaß. Jo, und da ist das gute Stück auch schon. K&N High Flow Air Filter, also ein K&N Luftfilter, den ich mir da bestellt habe. Ja, von motorcyclestorehouse.com. 79,99 inklusive Versand, kann man also überhaupt gar nicht meckern. Ich denke mal, das ist ein fairer Preis. Ja, handmade in USA. Wollen wir mal gucken, wie der so ist dann, wenn wir den verbaut haben. Aber als erstes würde ich sagen, packen wir ihn mal aus. So. Nicht mehr drin. Ist alle. So. Was haben wir hier? Wait, don't forget. Registrieren den Filter, bla 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 bla. Ja, okay. Ja, kann man machen, weiß ich nicht. Muss ich aber nicht machen, nö. Also, weg damit. So, was haben wir hier Schönes? Oh, jetzt ist er ein bisschen verölt hier. Oh, guck mal, eine Montageanleitung, Installationsanleitung für den Filter. Naja, gut. Wer es braucht, dann ist eine dabei. Also ich brauche jetzt keine. Ist ja identisch mit dem Originalfilter, aber ansonsten wäre auch die dabei. So, was haben wir hier? Eine neue Dichtung. Ein Aufkleber. Naja, okay. Und noch ein Aufkleber. Naja, gut. Ob ich die jetzt brauche, weiß ich nicht. Aber gut, packen wir mal dahin. Auch Knallfolie. Ich liebe Knallfolie. Ich kann es nicht lassen. So, hier haben wir den Filter. Schön ölig. Dann werden wir uns gleich wieder richtig einsauen hier. Ne? Und mal gucken, ob ich den kleinen Lappen für die Flossen habe. Jupp. Schön geölt. Und der sieht doch sehr geil aus. Gerade jetzt bei meiner offenen Auspuffanlage ist es ja doch ein bisschen besser, da einen anderen Filter zu nehmen, damit mein Moped ein bisschen mehr Luft kriegt. Und deshalb tauschen wir den jetzt einfach mal und legen damit auch gleich mal direkt los, würde ich sagen. Also, Attacke. Gehen wir mal los. Und das mit der Hebebühne ist schon echt ideal. Guck mal, jetzt müsste ich sonst wieder hier unten am Boden arbeiten. Ja, so kann es auf die direkte Höhe gehen. Wie gesagt, man kann die stufenlos einstellen. Ein Stück höher, ein Stück runter noch. Ne? Also ein Stück geht noch. Ein bisschen Platz ist noch bis zur Decke. Das ist natürlich ideal. Und dann kannst du hier so super das Werkzeug ablegen. So, dann wollen wir ihn mal abnehmen. Da haben wir das gute Stück. Guck mal, ideal zum Hinlegen hier, ne? Wow, der sieht natürlich auch nicht mehr so doll aus. Na gut, ich meine, der hat ja 6000 Kilometer gelaufen, der Filter, ne? Also, wurde eh Zeit, dass er rauskommt. So, haben wir die Schrauben da raus. Eigentlich ist das eine sehr schnelle Sache, deshalb also ist eigentlich für jeden selbsterklärend. Weiß ich nicht, ob man da unbedingt eine Anleitung zu braucht. Gut für den einen oder anderen, der da ein bisschen unsicher ist, aber das selber machen will,
Ist natürlich so eine Anleitung nicht verkehrt. Aber ich persönlich brauche keine. So, nehmen wir den mal raus. Gucken wir uns den mal an. Ja, wie gesagt, 6000 Kilometer hat der jetzt gelaufen. Und der ist tot. Der ist mehr als tot. Deshalb, ja, hauen wir den auch weg. Wird ordnungsgemäß entsorgt. Und dann ist das gut. So, die Dichtung einmal hier raus. Zack. Und zack. Ja, ganz so und zack ist es dann auch nicht, ne? So. Gucken wir uns das mal an. So, die Platte, die muss noch raus. Die muss da nämlich auch noch mit rein. Ja, wie gesagt, die Platte muss raus. Brauchen wir für den neuen Filter. Ist relativ einfach, kann man die abnehmen. Genauso wie die Hülsen hier. Lassen sie auch leicht rausdrücken. Packen wir uns den Filter da mal hin. Nicht? Seitenverkehrt, so, dass man das schön sieht, ja. Alter Filter, neuer Filter. Und dann ist es eigentlich auch relativ einfach, die ölige Scheiße in der Hand zu haben. So, im Prinzip ganz einfach. Platte kommt jetzt hier wieder rauf. Die wird dann so auch mit festgeschraubt, ne? So, die Hülsen kommen wieder rein. Auch relativ einfach, ne? Und dann war es das auch schon. Soweit so gut, würde ich sagen. Ganz wichtig natürlich, Dichtung nicht vergessen. Nicht? Die sollte da schon rauf. Und dann bauen wir den ganzen Krempel da einmal an. Mal gucken, ob das auch alles so passt, ne? Schrauben wir uns den mal an. Drehen wir uns das erstmal handfest hier ran. So. Wow, macht optisch schon mal einen guten Eindruck. Und dadurch, sage ich jetzt mal, kann den Tausch auch jeder selber zu Hause vornehmen. Ja. Die Investition lohnt sich natürlich, weil alleine schon der Filter nicht mehr erneuert werden muss. Ja. Er wird bloß noch gereinigt mit einem speziellen Ölspray. Dann einmal eingesprüht. Und dann kann der wiederverwendet werden. Also man muss dann wirklich nicht jedes Mal einen neuen Luftfilter kaufen. So. Ja. Sieht aus wie vorher. Ich würde sagen, schmeißen sie mal kurz an und gucken mal, ob sie läuft. Vorher lassen wir sie natürlich ein bisschen runter, würde ich sagen. Ne? So, im Gang drin. Ja, wo alles richtig gemacht, ne? Gut, aber das ist immer falsch machen beim Filtertausch, ne? Somit war es das für heute, auch wenn es nur ein kurzes Video war, aber ich hoffe trotzdem, dass der ein oder andere was mitnimmt davon. Neue Videos werden aber in den nächsten Tagen, Wochen und so weiter weiterhin folgen. Und somit sage ich mal, ringeballert, bis zum nächsten Mal, euer Tommy. Tschüss.